Wir wollen jetzt wieder so ein bisschen in der weiten Welt auch mal wieder gucken, was bedeutet eigentlich Storytelling, was bedeutet eigentlich Emotionalisierung in der Praxis, wie kann man das wirklich umsetzen, wenn man ein Hotel arbeiten, kosten auch viel. Viele Dinge, von denen, wo ich nachher vorstelle, müssen wir tun, aus zwei Gründen. Einmal habe ich einfach riesen Spaß dran und zum anderen wirtschaftliche Geschichten dahinter. Ganz kurz zu mir, Ausbildung Hotel, BWL, was dazugehört. Unser Hotel heißt Mindness Hotel, das weltweit erste Mindness Hotel. Der Begriff ist geschützt. Mindness bedeutet nur, wir haben drüber nachgedacht. Also wir sagen nicht, was richtig und falsch ist. Ich bin auch kein schwäbischer Buddhist, Schwabe reicht. Und wir betreiben das. Es ist ein Hotel, wir sind ISO-zertifiziert, EMAS, haben solche Auszeichnungen bekommen für Servicequalität, Preisträger, Dienstleister des Jahres und des Kunden und des Gastes einzunehmen. Knallhart im eigenen Bett, also nicht im eigenen Bett zu schlafen, im eigenen Hotel zu schlafen. Ich habe meine Korrespondenz aus der emotionalen Laune heraus meiner Kunden angeschaut. Ich habe unsere Hochzeitsabsprachen mal angeschaut aus dem, hey, ich heirate. Was machen wir? Wir heiraten 100 Mal im Jahr in unserem Laden. Emotionen da unten, auch sie kommen an hier. Wenn wir nicht zusammenkommen, gibt es ein Desaster. Wir haben dann festgestellt, dass das, was uns die Branchenzeitungen sagen, dass alle sagen, ja, das gehört sich so, nicht der Wunsch der Kunden ist. Links sehen Sie, diese Zeitschrift kennen Sie vielleicht noch aus Ihrer pubertären Phase, das Mähdheft. Das ist die Lieblingszeitschrift von einigen Softwareherstellervorständen, die auch regelmäßig ausgeliehen wird für mehrere Jahre. Die Welt hat noch keiner geglaubt. Aber das Mähdheft brauchen wir eine Menge. Also, wir haben nur kurz verhandelt, dann kam ein Gast mit einem Kissen ins Hotel. Hallo, bringt im nächsten Jahr sein Bett mit, was läuft hier? Dann hat er gesagt, er braucht ein Tempur-Kissen. Ich kannte Tempo, bin ja erfahren. Dann nachgeforscht, was ist es, was gibt es für Kissen? Dann haben wir die erste Kissenbar Europas entwickelt. Kostet nichts, ist eine Kooperation mit dem Bettengeschäft. Heute haben wir 30 Kissen zur Auswahl. Das haben jetzt schon einige Hotels. Dann haben wir halt weitergemacht. Unsere Gäste sind Einzelreisende, Businessgeschäfte. Da fällt mir auf. Also nicht aufhören. Wissen Sie, die Kissenbar kennen Sie beim zweiten Mal schon, aber den haben wir jetzt einen mit dem Arm dran, das Single-Kissen. Ist auch ein super Geschenk, wenn Sie selber viel unterwegs sind. So wurde das übrigens entwickelt. Meine Frau hat gesagt, du bist so viel unterwegs und dein Arm fehlt zum Kuscheln. Der Mann, was macht er? Bringt die Kisse. Wieder total daneben, aber es wird. Kostet 65 Euro übrigens, wir sind die Einzigen, die es vertreiben, falls ihr Frühstücksbuffet, Sie übernachten in Hotels, finden Frühstücksbuffet, das kennt man schon. Wir haben dann mal gesagt, was brauchen wir denn noch? Anti-Burnout-Ecken. Vorher das mit dem Kokain brachte mich schon auf die Idee, aber ich glaube, das geht nicht. Aber Baldrian-Trachets laufen, das glauben Sie gar nicht. Gerade in der jetzigen Zeit. Energie, Zusatzstoff etc. Ich habe mir dann auch mal überlegt, warum sehen Eier so aus, wie sie aussehen in den deutschen Hotels. Ich bin der Einzige, der seine Eier annimmt. Und die Leute haben Spaß. Jetzt passiert aber eins, die Leute nehmen das als Giveaway mit. Blöd, wenn du das in 5 Tagen bist, werde ich wieder angeklagt wegen Salmonellen. Also man muss immer aufpassen, wenn man sowas macht. Ich habe natürlich auch einen Versuch gemacht. Das linke will niemand. Das können Sie am Donnerstag hinlegen, das liegt am Sonntag noch. Also für mich als Schwaben wichtig, wenn die Eier knapp werden, einfach solche Smileys drauf reichen wird. Blöd ist, dass manchmal auch solche Art von Eiern irgendwann empfangen stehen und man muss dann doch irgendwie mit dem zu tun haben. Auch mit Kleinigkeiten kann man überraschen. Das heißt übrigens nicht verarsch mich, sondern vernasch mich. Ich habe letztes Mal darauf angesprochen. Das, was ich Ihnen zeige, passiert aber nicht alles gleichzeitig, weil das wäre sozusagen ein Overflow von Dingen. Es ist nur aus unserem Kabinett etwas zusammengestellt. Und dieses Brötchen kennen Sie. Und da habe ich Glück, dass das Dr. Fuchs gesagt hat, es ist eine Kindheitserinnerung, ein Schulzeitalter-Gedächtnisbrötchen. Inzwischen haben wir auch Betriebsanleitungen dazu, wie man das macht. Manche haben es vergessen. Wichtig ist, ein Weißmehlbrötchen, nicht da Bio-Vollkornsauerteig. Nee. Mehl 5,50, einfach Morgenkopf rein zu. 5.000 brauchen wir mehr, haben aber gar keine Kinder im Haus groß.
zu dem Thema, nee, das nimmt doch keiner. Das ist ein typischer Service, wo heute ein Tagungshotel sagt, wow, ich bin jetzt super drin. Ich mache Brilleputztüchle, Kugelschreiber und Traubenzucker habe ich auch. Und jetzt ist, glaube ich, das, warum wir so ein bisschen anders sind. Wir denken jetzt weiter. Wer kleinere Kinder hat und unterwegs ist auf einer Tagung, dem irgendwie will er was mitbringen, weil sie haben es versprochen und Kinder vergessen nichts, wenn sie sagen, ich bringe was mit. Also Autobahnraststätte, Duty Free oder irgendwo, halten sie noch an und besorgen etwas. Wir nehmen ihnen diese Arbeit ab. Mama, hast du mir was mitgebracht? Mama, drunter steht übrigens Papa, aber ich wurde angesprochen, wissen Sie, wir sind da schnell im Ändern. Das ist die Geschichte, wo sie mitnehmen. Und das ist die, was dieser Kugelschreiber berührt sie emotional. Also wenn sie einen Kugelschreiber emotional berührt, ja, Glückwunsch. Aber das hier ist genau, wissen Sie, und wir machen es gern. Aber jetzt machen wir nicht wieder die anderen und sagen, dafür wollen wir aber 50 Pfennig, 50 Cent. Dann machen sie diese Emotion kaputt, weil Geld ausgeben Schmerz. Also, wenn sie das geben, dann ziehen sie ihre Geschichte durch. Wir haben uns über Dinge unterhalten, wo es sehr langweilig sind, wo man auch sagt, gebt den Leuten ein bisschen mehr Spaß. Es ist ja keine Investition, aber die Welt freut es. Und das funktioniert auch tadellos an Damenkabinen. Also, zu viel Freude, meine Damen. Wir machen dort auch Variationen, je nachdem, was es für ein Betrieb ist. Da kann man auch mal mehr machen. Was schön ist, jetzt muss ich mal die Taschenpistole rausholen. Die hier, wenn die nicht funktioniert, haben Sie keine Beschwerde. Weil keiner zu Ihnen kommen wird und sagen, wissen Sie, die außen links funktioniert nicht. Dann sagen Sie, was, die mit sich mit Zentimeter. Macht keiner. Also, das sind so Dinge, wo wir spielen. Wir haben jetzt auch angefangen für andere ein Beispiel. Wenn wir Werbung machen, es gibt viele Getränkehersteller, die machen alle Werbung, wie kriege ich am besten das Getränk rein? Und ich helfe Leuten zu überlegen, wie wird es auch markengemäß entsorgt. Also wenn Sie jetzt irgendwo Afri bekommen, können Sie das auch nur für Afri-Trinker sauber in Ihre Afri-Toilette entsorgen. Also so arbeiten wir in Dingen. Und wir machen viele Dinge, manchmal fragen wir, warum tun wir sie denn einfach so. In unserem Unternehmen gibt es so etwas, wir versuchen es jeden Tag ein bisschen besser zu machen, anders zu machen. Forschung und Entwicklung auch bei uns ein Thema, derzeit, wie sieht das Bett der Zukunft aus, alles Mögliche. Also das ist auch in so einem Hotel, ich bin bloß ein Hotelier in kleiner, aber trotzdem haben wir ganz klar dieses Jahr den Fokus auf Forschung und Entwicklung. Im einmal Hardware-Bereich, das ist unser Minister, da wurde gerade die Abwrackprämie dann entschieden, aber auch in anderen Bereichen. Und für mich ist wichtig, wissen Sie, es gibt viele lustige Dinge, aber das ist für mich entscheidend. Innovation ist für mich nicht, wenn die Leute lachen, sondern wenn sie lachen und den Geldbeutel ziehen. Und das, denke ich, ist ganz wichtig, dass ich auch einen Nutzen am Ende rausrücke, dass sie sagen, hey, da gehe ich hin. Auch etwas für Forschung und Entwicklung. Jetzt stellen Sie mal vor, Sie kommen im Hotel an, drücken den Aufzug und es kommt eine Dusche an. Da entsteht Gespräch in der Dusche. Sie versuchen dann, wer macht, oder sollen wir es probieren? Oder die Leute kommen dann an der Rezeption an und sagen, sie haben einen technischen Defekt. Das Wasser im Aufzug geht nicht. Die Leute experimentieren. Aus der Dusche, wir haben mehrere Aufzüge, haben wir auch etwas gemacht, eine Besenkammer. Jetzt ist unser Hotel verbunden immer noch mit einer Geschichte, dass hier diese Person zugange war. Und es ist ein Originalnachbau der Geschichte von dieser Person in der Besenkammer. Es ist eine Geschichte. Wir kriegen schon Gäste aus anderen Hotels, die nur kommen, unsere Aufzüge anzuschauen. Im Tagen wird darüber geredet, warst du dort, bist du da Aufzug gefahren? Das ist das, was wir wollen. Wir haben noch was festgestellt. Das ist eine Aufnahme unter unserem Bett. Das ist halt wieder der normale. Denken Sie, das in Markdorf war doch nett. Und wir arbeiten mit episodischem Gedächtnis, weil Sie merken sich nicht nur den Aufzug, sondern auch das Drumherum, die Gesichter meiner Schlossgeister, das Hotel, den Namen. Und das ist das, was ich nur einmal kann ich Sie überraschen vielleicht. Aber ich bin in Ihrem Kopf. Und das ist das, was wir machen. Unsere Kerngeschichte ist ein Megatrend.
Wir sind so ein typisches Business-Hotel, wo die Leute hingehen zum Arbeiten, ganz normal Alltagshotel. Und wir haben etwas herausgefunden, wo jeder gerne hat, egal, hier vorne stehen sie. Das Thema heißt Lebensfreude. Das Thema heißt, anderen Menschen Freude bereiten. Aber wir sind jetzt keines dieser Esoteriker. Wir sind kein Du-Hotel oder sowas. Wir sind ein ganz normales Hotel, die aber versuchen, ihnen ein bisschen ein Schmunzeln mitzugeben in dem Alltag, wo sie haben. Denn meines bedeutet, ich habe darüber nachgedacht. Wir haben eine Story dahinter, die auf einen Kern zurückgeht. Und wir bezeichnen uns selber als traditionell progressiv. Das, was wir tun, ist witzig, aber dahinter steht ein klares Qualitätsmanagement. Wenn der Aufzug stecken bleibt, kann jeder meiner Mitarbeiter sie befreien. Das sind ausgebildete Ersthelfer. Da steht ein System dahinter, das sehr auf Qualität geht. Und wir haben auch eins gemerkt, veralbern lassen sich unsere Kunden nicht. Wir können nicht groß sagen, das ist jetzt das super Tag und dahinter kommt nichts raus. Also blenden lassen sich unsere Kunden nicht. Sie kennen diese tollen Hotelbilder, wo überall Blumen stehen. Sie kommen ins Zimmer und denken, war das das aus dem Katalog? Also all diese Dinge. Wir können unseren Kunden auch das nicht mehr vornehmen machen. Das ist meine erste Banane sozusagen. Produktqualität bei allen Geschichten ist wichtig. Also was nützt der tolle Aufzug, wenn das Bett nicht funktioniert? Wie kann ein Bett nicht funktionieren? Wenn das Bett nicht sauber ist, wenn im Bad die Schimmelfugen sind. Produktqualität, Basisqualität und jetzt on top geben wir unsere kleinen Geschichten, unsere Schmunzler. Aber das Grund, was nützt es Ihnen, die Gummibärchen auf der Rezeption, wenn keiner dahinter steht, der den Check-in macht? Also all diese Dinge. Wir arbeiten dort, und jetzt danke ich wieder dem Dr. Fuchs, mit Service-Skripten. Service-Design, oft gehört, und so sieht es im Hotel aus, ein Service-Script. Wer macht was wann, damit es nicht viermal gefragt worden, haben Sie schon bestellt? Oder am Morgen Kaffee oder Tee? Es ist ein Skript dahinter, das sagt, wann machen wir was, wie. Aber jeder auf seine Art. Nichts jetzt Uniformiertes, aber eine Qualitätssicherung ist bei uns ganz wichtig. Wir arbeiten sehr viel über den Faktor Mensch. Ich nenne es Wertschöpfung durch Wertschätzung. Hier ein Beispiel. Wir wählen seit 2005 den Kunden des Monats. Wie wird man Kunde des Monats im Hotel? Das Trinkgeld ist nicht entscheidend, aber es hilft. Nein, die Mitarbeiter nominieren die Kunden des Monats und auch dort ist ein Sinn dahinter. Ich wollte, dass wir die Kommunikation von Kunden nicht uns an die drei erinnern im Jahr, die wo wir sagen, wir empfehlen Ihnen unseren Kollegen. Ich will, dass wir positiv über Kunden kommunizieren. Und jeder von Ihnen hat Lieblingskunden. Machen Sie ihn zum Kunden des Jahres. Was ist, wenn einer im Hotel ist und nicht Kunde des Monats wurde und jetzt geht? Viel schlimmer ist, wenn der nicht geht. Es ist so. Es wird nicht, wer das denn wegen dem nicht mehr zu uns kommt, der versteht unsere Geschichte nicht, unser Kerninhalt unseres Tuns. Genauso hat jeder von Ihnen ein gutes Mahnwesen, computergesteuert. Wir haben auch sowas, nur andersherum. Wir belohnen Schnellzahler. Auch das gibt es heute noch. Also weniger, aber es gibt. Und deshalb soll man die Leute belohnen. Wir drehen Dinge konsequent um. Das sind einige Beispiele aus unserem derzeitigen Forschung- und Entwicklungsauftrages. Zwei Dinge habe ich groß angemarkert. Fundsachen. Haben Sie mal im Hotel etwas vergessen und haben sich gewundert, warum niemand Sie anruft? Ja, weil wir Sie nie anrufen werden, laut klassischer Hotellehre, weil wir müssen ausgehen, dass Sie gar nicht bei uns sein dürfen. Schlimm. Deshalb dürfen wir keinen Kontakt mit Ihnen aufnehmen. Deshalb werden Sie in Hotels nie angerufen. Deshalb bleiben Fundsachen liegen und Sie kriegen es nie mehr zurück, außer Sie gehen dort wieder hin. Jetzt fragen wir einfach die Leute, dürfen wir Sie kontaktieren? Dadurch entsteht schon ein, ja, warum nicht? Sie wissen wahrscheinlich gar nicht, dass wir das nicht dürfen. Weil wir immer, sonst ist die Frau dran und sie, wer weiß. Und nur weil einer von meinen Kollegen einen kennt, der einmal in einem Hotel war, wo das passiert ist. Also wir müssen auch überprüfen, ist die Grundlage noch da für das, was wir tun? Und das andere nenne ich mal Wording. Und jetzt springe ich in eine andere Branche. Weil sie sagen, ja, so Hotel ist ja super, da kann man tolle Sachen machen. Nur mal das Thema Wording, was das bewirkt. Und ich nehme mal das Beispiel Auto. Ich habe vor 3 Jahren ein neues Auto bekommen, jetzt auch bei der Abwrackprämie, da schlagen wir zu.
Ich habe mich das erste Mal ein neues Auto gekauft. So nach meinem Customized Nest Product mit dem, was ich wollte. Ich habe alles genommen. Ich war emotional, mein erstes eigenes, ganz neues Auto. Und jetzt ging es los. Das erste war, ich wurde konfrontiert mit dem Wort Überführungskosten. Wissen Sie, wie das im Kopf besetzt ist? Ich habe mal bei Google geschaut und an dritter Stelle wird Überführungskosten sofort mit der letzten Fahrt verbunden. Die letzte Fahrt ist immer ein Kombi. Dann habe ich geschaut, welche Bilder, dann kommt das Bild. Und ich habe ein neues Auto, ich freue mich, der sagt Überführungskosten. Was passiert da? Das nächste war ein Tankpistole. 50.000 Euro und die tanken nicht. Ich habe einen 4-Liter-Motor. Da passt einiges rein. Also, das sind Kleinigkeiten. Warum gibt es seit 15 Jahren immer einen blöden Blumenstrauß dazu? Und warum, wenn ich ein Familienauto kaufe, nichts für die Kinder? Also all diese Fragen, wo ich einfach nur stelle. Wissen Sie, wir machen sehr viel in irgendwelchen Designen von unserem Grundprodukt. Die Fehler machen wir an der Rezeption und an den Dingen, wo wir gar nicht dran denken. Und das ist das, was wir machen. Wir schauen danach. Ich mache das auch, wenn Sie ein Haus bauen, emotional. Sie setzen alles auf eine Karte. Alle Kohle ist erstmal weg. Und jetzt, der Handwerker macht er das auch richtig. Emotional hier oben, der Handwerker da unten. Dann sage ich, Handwerker, spürt rein, wie dieser Häuslebauer denkt. Mach so ein Willkommenspaket mit einem Zollstock, einem Flasche Schnaps und Gummistiefel, weil alles wird er brauchen. Gummistiefel, weil es dreckig wird, den Zollstock, sie messen alles nach am Abend, wenn die Handwerker weg sind. Und der Schnaps ist selbst erklärend. Also dort versuchen wir, über emotionale Kleinigkeiten reinzukommen, machen das auch für ganz unterschiedliche Branchen. Jetzt komme ich gerade zurück aus Australien, für Brits, Kia, Maui, Campervans das Ding zu machen. Einfach darüber nachzudenken, tun wir das wirklich aus der Sicht des Kunden, aus der emotionalen Sicht? Mut ist gefordert, auch mal andere Wege zu gehen, speziell jetzt, aber nicht, ich sage darunter nicht einfach lustig zu sein, sondern zu überlegen, ist das so, wie ich es tue, das Bestmögliche, wie ich es kann. Ich habe vor kurzem eine schöne Werbung gesehen von einer Branche, die ist auch ganz schön gebeutelt. Wer in Berlin unterwegs war, kennt die, Bestattungsinstitut Borgemann. Kommen Sie noch näher. Das hier sind die S-Bahn-Schienen. Der wartet übrigens auch auf so eine Art Abfragstrecke. Das würde auch der Branche helfen. Da dachte ich, okay, da kannst du einige Register ziehen. Also eine Story ist da schon dahinter. Übermut, denke ich, der ist uns vergangen. Ich sage immer, die Strategie ist wichtig, wie ich an die Dinge herangehe. Wir sind nicht die besten Verkäufer ab und zu. Wir sind auch bei manchen Dingen total hemdsärmelig. Wir machen auch manche Dinge unprofessionell. Was da draußen ist, ist unprofessionell für viele. Es ist aber Schlossgeist und wir machen es mit Herz und Leidenschaft. Und für einen Schwaben, der aus einer Metzgerei kommt, BWL studiert hat, über Emotionen zu reden, ist ja gar nicht mein Ding normal. Aber ich habe gemerkt, dass sehr viel zurückkommt. Und wir sehen das an den Kundenkommentaren. Es kommen Leute zu mir, die aus dem Aufzug aussteigen und sagen, finden Sie das lustig? Aber jetzt, was soll ich sagen? Da muss ich sagen, also ich, ja, da muss man aber das alle Produkt stehen. Und es gibt so viele, jetzt noch mal ein Beispiel. Warum unterschreibt mein Anwalt nach Diktat verreist? Ist ja nur ganz normal. Meine Kohle geht irgendwohin in Urlaub, wer liest das Korrektur? Stimmt das überhaupt, was da drin ist? Gleich mal 30% Honorarabzug. Und wenn stand auch noch dran, nach Diktat verreist. Das fand ich nur viel besser. Nach Diktat verreist, das war so besser. Und warum, wenn ich zu meinem Arzt gehe, mein Arzt, Doc Case, wenn man da 15 Minuten wartet, kriegt man jetzt einen Rubel los. Und wissen Sie, dass Sie wenigstens was gewinnen können, das Geld will man ja. Und Sie bekommen gesagt, wie lange es noch dauert. Jetzt ist eins eingetreten. Nach 13 Minuten sehen Sie, wie die Leute aufs Klo verschwinden, 3 Minuten überbrücken und darauf hoffen, dass Sie das Rubel los dann kriegen. Weil dann sind 16 Minuten Wartezeit vorbei. Es ist ein Spiel. Wir haben es heute Morgen gesehen, Jagd und Beute spielen und raufen. Und es ist ein Spiel. Und es gibt viele Beispiele und es gibt jede Branche, wenn man darüber nachdenkt. Und diese kleinen Geschichten, die dann die in die Arbeit mit einbringt. Merken Sie, dass viele Dinge wieder greifen. Und das sind nur einfache Beispiele. Einen Aufruf habe ich noch für meine Branche.
Denken Sie dran, Home Drinking is killing Gastro. Lernt man auch gar nicht so viele Leute daheim kennen. Gehen Sie zu uns in die Wirtshäuser. Wir freuen uns drauf. Wenn Sie Lust haben, meinen Hund kann man kaufen, aber immer nur ein bisschen was, weil ich habe keine Assistenten, sondern nur ein Hund. Ich sage danke fürs Zuhören. Es hat mir Spaß gemacht, mein kleines Hotel zu Ihnen zu bringen, vielleicht die eine oder andere anlegen. Wünsche Ihnen noch einen tollen Nachmittag und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal im Mindness Hotel in Markdorf. Dankeschön.